Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Links. Nein, Minish Cap. Nicht Links. Awakening oder so. Ups. Was geht? Wir sind jetzt in dem geheimen Tal von Tabanta unterwegs. Und gucken mal, was es hier so alles gibt zum Entdecken. Okay, komische, schöne Blumen auf dem Boden. Geh weg. Okay, wir kommen. Oh, noch ein Fragment, sehr geil. Okay, wir konnten da eben hoch und hier können wir hoch. Wir gehen erstmal hier rein. Geh weg. Okay, was gibt es hier? Das war knapp. Das war knapp. Jo. Ein Wächter, den Schatz bestimmt. Sei vorsichtig. Okay. Hier habe ich diese Wächter immer besiegt, indem ich einfach durch die durchgesprintet bin. Immer so durch und dann von hinten halt angegriffen. Und wir haben ein goldenes Glücksfragment bekommen, okay. Was hat das denn zu bedeuten? Wir werden es, glaube ich, noch früher oder später erfahren. Ich kann diese Dinger mit mit so einer Pflanze einfach besiegen. Das wusste ich tatsächlich wirklich noch nicht. Okay, da kommen wir noch nicht gegen an. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Okay, ja, da kamen wir von der anderen Seite. Als ob. Ich hab dadurch Damage bekommen. Da gehen wir gleich mal runter. Okay, da kommen wir auch nicht lang, also müssen wir erstmal hier hinten runter. Okay. So, da müssen wir den Stein von der anderen Seite schieben. Da kommen wir nicht rein. Okay, hier könnten wir über den Sumpf irgendwie sprinten. Moment. Schild. Hallo. Da würdest du Pfeile kaufen, aber du hast keinen Bogen. Oh, okay. Schade. Aber er will ein Fragment fallen. Und das hat auch ein blaues. Das haben wir sogar. Irgendein Event passiert. Da bin ich gespannt, welches. Okay, das blaue öffnet auch Eingänge, wie es aussieht. Achso, hatte ich das nicht? Nee. Blau öffnet Eingänge? War das so? Rot triggert. Neuen Weg? Ach, kein Plan. Bin verwirrt, was die ganzen Fragmente angeht. Sagen wir einfach, jedes Fragment kann alles. Ich glaube, nur grün lässt Schatztruhen erscheinen, oder? Da hinten kommen wir nicht rüber. Aber wir können hier durch diesen Baumstumpf gehen, okay. Okay. Wieder so ein schönes Blättchen, was wir haben. Und wir müssen uns wieder rüberschießen. Aber diesmal mit Hindernissen. Oho. So. So. Mal rüber. Das war noch nicht genug. Nochmal rüber. Endlich. Ich hasse diese Blattfahrten. Oh Gott. Das ist so unfair. Sehr geil. Oh, ich liebe diese Rollattacke. Wisst ihr das? So schön. Das ist so eine geile Attacke. Miau. Miau. Und wir haben eine große Truhe, Leute. Bogen erhalten. Oh ja. Geil. Ja, wie der Deko-Kerl eben schon ein wenig angedeutet hatte, war es klar, dass wir hier demnächst den Bogen bekommen. Was sehr, sehr cool ist. Ich mag den Bogen. Der Bogen ist ein schönes Item. In eigentlich jedem Zelda-Game, finde ich. Nicht mein Lieblings-Item, wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, aber... eins der coolen Items. Ich glaube, mein Lieblings-Item, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mein Lieblings-Item, glaube ich, die Feder. Beziehungsweise der Greifenmantel halt. Das glaube ich, ja doch, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das mein Lieblings-Item. So, wir gucken erstmal nach hier hinten. Oh, da lang. Und diese Statuen hier. Eine höchst merkwürdige Steinstatue. Dieses Auge ist irgendwie unheimlich. Ja.
Und diese Steinstatue können wir mit Hilfe des Bogens aktivieren. Gott. Ah, okay. Drei Bogenschüsse. Okay, dass wir dafür die Pegasus-Stiefel nicht brauchten. Hat mich gerade gewundert. Ja, okay, drei Bogenschüsse und das Ding ist besiegt. Und ihr habt da eben Wasser gesehen beim Sumpf. Da kommen wir leider noch nicht lang, aber da versteckt sich etwas sehr Nützliches. Und hier befindet sich ein weiteres goldenes Fragment. Ha. Ja, wenn wir schwimmen können, ja natürlich können wir in einem Zelda-Spiel irgendwann schwimmen, Leute. Dann, ja, wir gehen erstmal noch kurz zurück. Dann können wir dort nochmal zurückgehen und uns da umgucken, was es da so gibt. Wir können übrigens durch das Ding einfach durchrollen, wenn wir keinen Bock haben, das zu bekämpfen. Ah! War das eben auch schon da? Oh Gott, nein, es war eben noch nicht da. Ich glaube, das kam gerade echt erst, als wir die Truhe geöffnet haben, oder? Aber ich glaube... Ja! Es war eine kleine Abkürzung, sonst hätten wir nämlich den Wirbelsturm nehmen müssen, um hierher zu kommen. Der da oben drauf war, aber so konnten wir einfach hier lang. Auch gut. Aber ich glaube, uns fehlt noch ein goldenes Fragment. Was hier drunter versteckt ist, das ist eigentlich... Noch egal. Denn hier ist ein weiterer Schwertmeister. Ich bin Magnus der Erste. Der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht. Nun? Es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst hast. Ach stimmt, von ihm kriegen wir die 8, genau. Aber wir wollten das Herzteil natürlich hier haben, ne? Ja, es gibt auch 7. Und nicht 8. Also es gibt 8, aber 7, die wir vor der 8. bekommen können. Alles klar. Träger der heiligen Macht des Windes Flügel mögen auch dich tragen. Ja, wir wissen, dass du dich erschreckst, Etzelo. Jedes Mal, wenn so ein Zeichen kommt. Okay. Oh, Pfeile. Sehr schön. Ja, und er hat halt, also der Schwertmeister da eben, der hat halt einfach so eine geile Fähigkeit. Also, wenn wir wirklich die Fähigkeiten alle oder die Schriftrollen alle beisammen haben, müssen wir uns diese Fähigkeit oder diese letzte Schwerttechnik-Schriftrolle unbedingt holen. Instant. Und hier haben wir das dritte und somit auch letzte goldene Fragment bekommen, Leute. Was diese goldene Fragmente, was es mit denen auf sich hat, werden wir... Nachdem wir das Fragment geholt haben. Ah, okay, den Rubin. Verdammt. Ich dachte, das war ein Fragment. Werden wir jetzt erfahren. Ah, komische Affenstatuen. Sie wollen Fragmente vereinen. Ja. Wir müssen mit diesen 3 Affenstatuen Fragmente vereinen. Sodass sie glücklich werden und durch diesen schönen Sprung sich dieser Stein ein wenig aufreißt. Oder der ein wenig bröckelt. Nachdem alle 3 gesprungen sind, passiert etwas. Ja, das man eigentlich auch erwartet. Letztes Fragment. Und wie zu erwarten, hüpft auch diese Affenstatue und der Stein zerbröckelt. Komplett. Also, das war halt echt zu erwarten, Leute. Okay, wir können hier eine Bombe legen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier war nur eine Feenquelle, oder? Ne, eine Truhe. Oh, cool. Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Das ist schön zu wissen. So, ah, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Oh. Fragmente nehme ich immer wieder gerne mit. Okay, geh weg. Du auch. Ah, diese Statue funktioniert noch nicht so. Aber da ist noch ein Loch. Gehen wir erstmal in das Loch hinein. Oh, ein Minish. Ich klaue mir mal eine Truhe, ne? Fragment? Nein.
Diese Steinsoldaten sind Marionetten, die wir Menschen einst für die Menschen geschaffen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Mit was für einem Schalter? Nein. Oh. Dass man oben rauskommt, das ist so doof. Man geht nämlich dann instinktiv so nach unten, wenn man nach unten halt auch will. Dann fällt man wieder sofort ins Loch. Ja, man kann hier rein. Diesen Schalter aktivieren. Das ist... ja. Eigentlich ganz cool. Eine coole Idee. So, und jetzt können wir uns hier eine Abkürzung machen, damit wir das nicht jedes Mal wieder machen müssen. Und weitergehen. Okay, hier kommen wir noch... oh, warte mal, kann ich hier alle besiegen? Ja, kann ich. Okay, das sieht hier nämlich ein bisschen... ja, komisch aus. Okay, links würden wir nach ganz unten kommen. Rechts auch. In der Mitte kommen wir... hier müssen wir jetzt alle besiegen, oder? Ja. Okay, in der Mitte kommen wir noch zu einem anderen Weg. Wenn wir als Minish zumindest hier lang gehen. Aber ich sehe noch kein Minish-Portal. Okay, hat sich erledigt. So, dann machen wir das mal eben. So, hier lang, dann ganz hinten links, okay. Was könnte man hier als Minish machen? Stimmt, da scheint hier irgendwie ein Loch oder so, oder? Lol, auf diesen Steinstatuen sind Gesichter drauf. Sehe ich jetzt zum ersten Mal, okay. Hier erscheint bestimmt auch so ein Loch. Aber wir gehen erstmal hier in diesen Eingang. Hallo? Geh weg. Ich glaube, war hier ein Herzteil oder einfach... ja, ein Herzteil. Okay, cool. Haben wir schon wieder ein neues und der... das Ding da ist gerade in der Wand verschwunden. Sah ein bisschen glitchy aus, aber okay. Wir brauchen jetzt wieder drei weitere Herzcontainer. Alles klar, drei weitere Herzcontainer nehme ich auch, du. Drei weitere Herzteile. Ich glaube, zwei kriegen wir im nächsten Dungeon. Also von einem weiß ich hundertprozentig. Ich bin mir aber... Ich meine mich zu entsinnen, dass es in dem Dungeon 2 gab. Ich bin mir echt nicht sicher, Leute. Nehmt das nicht für bare Münze, was ich hier von mir gebe. So. Zack. Weg. Weg. Ah nee, wir müssen noch Minish bleiben. Warte mal, konnten wir? Wenn wir das Gras hier wegmachen konnte, also blieb das weg? Zufälligerweise? Glaub nicht, ne? Doch. Oh, gut. Das spart uns einiges an Weg, Leute. Wir müssen nämlich wieder in die Statue. Aktivieren. Und dann kommen wir wieder durch und können uns wieder eine Abkürzung machen. Wieso bleibe ich auch immer so nah an dieser... oh Gott, Statue stehen. Wenn ich weiß, sie wird mich hitten. Ich weiß es nicht. Man munkelt, dass die Intelligenz manchmal echt nachlässt. Beim Zocken. So, was konnte man hier machen? Dich konnte man besiegen, okay. So. Dich auch. Okay. Oh, der ganz linke ist abgehauen, okay. Aber den Rest mussten wir besiegen, um hier an die Truhen zu kommen. Alles klar. 100 Rubine nehme ich gern. 50 mysteriöse Muscheln nehme ich auch gern. Akzeptiere ich so. Alles klar. So, den müssen wir jetzt ausschalten, damit er uns nicht mehr den Weg versperrt. Und dann kommen wir weiter. So, oh Gott, hier war es aber auch... was ist das denn? Was war das denn für ein Viech? Hier? Ich weiß gar nicht, kam hier eine Truhe, wenn man alles besiegt hat? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube es... oh. Doch, okay, wir mussten alle besiegen. Ich glaube, hier kommt eine Truhe irgendwann durch ein Fragment irgendwo. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und hier, Leute, sind wir. Im nächsten Palast. Das Tor des Windes. Ich muss mir mal eben meine Schulter kratzen. So.
Gut, wo mussten wir als erstes lang? Ich weiß es echt nicht mehr. Wir gehen erstmal nach ganz rechts. Das ist schon mal nicht der richtige Weg. Oder? Kamen wir hier? Nee, von der anderen Seite. Also da, wo das Herzteil ist. Von da aus können wir einen Stein schieben, bin ich der Meinung. So. Diese Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Loki, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Okay. Mach ich. Okay. Wir müssen einen Schalter, die Hebel ziehen. Was macht der nochmal? Öffnet der die Tür oder? Ne, eine Truhe, okay. Glücksfragment. Geht weg. Der öffnet dann wahrscheinlich die Tür. Ja, okay. Und noch ein Glücksfragment. Alles klar. Oh Gott. Den hätten wir. Macht aber nichts, okay. Durch diesen Käse oder was? Das kommen wir nicht durch. Das ist ein bisschen schade. Aber... naja, können wir nichts machen. Okay, hier müssen wir uns klonen. Nein. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen müssen. Wir müssen uns erstmal hier klonen. Dann ist, glaube ich, hier oben ein Minish-Portal, genau. Und jetzt müssen wir gleich den Typen da wieder aktivieren. Und als kleinen Shortcut haben die da nochmal ein Minish-Portal hingestellt. Warum? Also, das verstehe ich nicht. Man hätte auch einfach wieder zurückgehen können. Warum die hier unbedingt das Minish-Portal hingestellt haben? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil man aus der Sichtweite ist und dann das Dings hier... also der Typ sich wieder ausschaltet? Ich weiß es echt nicht. Aber es ist ein Schlüssel runtergefallen. Wir könnten jetzt natürlich instant hinterher springen. Nanu, ist da nicht gerade was heruntergefallen oder irre ich mich? Nein, du wirst dich nicht. Allerdings... es ist, ja. Es ist schlau, hier als Minish runterzufallen. Der Schlüssel bleibt natürlich dort. Können wir nicht aufheben. Natürlich nicht, wir sind klein und winzig. Aber wir kommen zum Herzteil. Und das war mein Plan. Sonst hätten wir nochmal hochrennen müssen. Und da oben ist halt nichts mehr, außer dass wir halt uns als Minish klein machen können. Und genau, von dieser Seite aus konnten wir jetzt so einen Stein schieben. Und jetzt schnappen wir uns den Schlüssel. Yeah. So, was war hier in dem mittleren Raum? Ich glaube, das ist für uns jetzt noch nicht wichtig. Dann, wir gehen erstmal nach ganz links. Ich glaube, der mittlere Raum war erst für später wichtig. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Na, sehen wir dann. Oh Gott, oh Gott. Okay. Doch, wir mussten links und rechts erstmal zwei Schlüssel holen. Ich glaube, also jeweils einen Schlüssel, glaube ich. Oder? Oh Gott. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir werden es ja sehen. Hier müssen wir auf jeden Fall natürlich mit dem Pfeil ins Auge schießen. Oh Gott. Geh weg, 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 weg. Okay. Das war einfach als erwartet. Okay, das hier ist doch bestimmt wieder so ein... genau... okay. So ein Schleimbatzen. So ein Saugschleim. Hier ist doch bestimmt auch... der Zwacken, oder? Oh, okay. Ich will nicht, dass der mein... Schild klaut. Es war gerade knapp, dass der mich nicht eingesaugt hat. Sag ich mal. Okay, hier ist ein Schalter hinter der Käsewand. Ins Käsewand. Nein. Okay, doch. Nein. Nein. Oh. Ich glaube, ja, genau. Die Augen gehen wieder nach einer Zeit auf. Würde ich sagen. Nee, das war doof. Oh, na. Ah. Okay, gehen wir erstmal nach oben? Ich würde sagen, ja. Alles klar.
Ja, oben scheint richtig gewesen zu sein. Na, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall dadurch diese Dinger erstmal zum Leben erwecken. Oh. Zack. 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 Und zack. Huh. Das dürfte bestimmt Karte oder Kompass sein, oder? Ja, alles klar. Okay, Kompass. Gut, den anderen Raum betreten wir jetzt gleich. Na, nö. Ich beende jetzt hier den Part, Leute. Das ist nicht symmetrisch. Okay. Ich beende jetzt hier den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!